Ich bin gerade bei der BMW International Open im Golfclub Eichenried und begleite meinen Schützling Lukas Nemetz, der hier von Donnerstag bis Sonntag die BMW International Open spielen wird. Was wir so trainiert haben und wie es so war beim Vorbereiten, das siehst du in diesem Video. Lukas und ich haben uns bereits Montagmittag getroffen, weil er den Platz nicht kennt. Und wir haben gesagt, er muss mal auf alle Fälle den Platz kennenlernen, damit er gut performen kann im Turnier. Hat sich ein bisschen eingeschlagen. Und schau, wer da vor uns war. Erkennst du diesen Spieler? Schreib es bitte in den Kommentaren. Ein paar Putts mussten noch gemacht werden. Es ist am Montag nicht so viel los auf dem Puttinggrün im Münchner Golfclub. Aber schau, wer da ist. Dieselbe Person wie auf der Driving Range. Na, wer ist es? Ich löse es auf. Es ist Sergio Garcia. Er hat den Cut bei der US Open nicht geschafft und trainiert bereits hier. Lukas hat nach ein paar kurzen Putts noch entschieden, dass er die Backnine spielen wird, also Loch 10 starten wird, einfach weil die Backnine angeblich ein bisschen kniffliger sind. Da schlagt er gleich einen super Drive raus. Hier siehst du das Yardage-Buch, da kannst du auf Pause drücken, wenn du das nochmal genauer anschauen willst. Lukas hat dann ungefähr noch 155 Meter ins Grün gehabt, einen Eisen 7 nachgeschlagen, 4 Meter zur Fahne, ein super Golfschlag war das. Gut. Ja, das ist der zweite Schlag auf Loch 11, ein paar 5. Er hat ungefähr 245 Meter zur Fahne gehabt, hat einen super Holz 3 hingeschlagen. So schaut das Loch aus noch einmal, wenn du pausieren möchtest. Der Schlag ins Grün, wenn man vorlegt, ist sehr knifflig, weil man muss sehr aufpassen, dass man nicht zu kurz bleibt und ins Wasser schlägt unabsichtlich. Deswegen probiert Lukas trotzdem noch einen Pitch. Ja, das ist, wie das ganz knapp am Wasser gebaut ist, das Ganze hier. Hier sind wir auf Loch 14. Das ist eine sogenannte Run-Off-Zone. Das heißt, der Ball, wenn der übers Grün geht, geht weit drüber. Und Lukas hat herumexperimentiert, ob er dann chippt oder lieber puttet. Und ist drauf gekommen, dass er mit Putts viel besser fährt. Auf Loch 15 hat Lukas einen richtig langen Drive geschlagen, leider ein bisschen verzogen nach links in den Fairway-Bunker, aber schau her, wie lang der Drive war. 294 Meter ist da links rein, da ist er drin gelegen, also über 300 Meter. Hat ihn dann aufs Grün gehauen, aber wieder aufgehoben, weil die meisten Pros spielen nicht fertig bei der Übungsrunde. Sie chippen dann lieber auf sogenannte Fake-Löcher. Ja, das ist so eines, da habe ich jetzt eins hingeschmissen. Normalerweise macht das der Caddy, aber sein Caddy war noch im Flieger von Südafrika am Weg. Deswegen habe ich die Löcher hingeschmissen. Ja, und da wird aus verschiedenen Positionen gespielt und geschaut, wie das Grün reagiert, ob der Ball Rückwärtsstrahl hat. Das war Loch 17, da hat er nur geschaut, wie der Ball reagiert bei einem längeren Pitch. Und dann ging es zu Loch 18. Und bei Loch 18, da ist es ein bisschen knifflig. Da muss man aufpassen mit dem Wasser links. Wir verwenden da auch Satellitenaufnahmen, einfach um einen Überblick zu bekommen. Zeichnen Korridore ein, Lukas weiß, wie weit er von links nach rechts streut. Und so konnten wir dann ausrechnen, wo er hinzielen muss. Hier ist er beim zweiten Schlag auf der 18 noch einen super Drive und aus 215 Meter Eisen 4 perfekt Richtung Fahne. War ein bisschen lang, aber schau, wo er gelegen ist. Da direkt bei der Zuschauertribüne auf der 18. Und chippt jetzt zum Eagle. Und schau her, was passiert. Jetzt ist er drinnen. Ganz toll gespielt, die ersten 9 Löcher. Hier macht er noch ein paar lange Putts, weil die Fahne wird rechts stecken im Turnier und er kann da nicht angreifen, weil da Wasser ist. Also sehr taktisch. Da ist das Übungsareal, das Shortgame-Übungsareal, sehr gepflegt. Man sieht auch das Raff hier rundherum, so wie am Golfplatz, ähnlich. Die Spieler verbringen dort sehr, sehr viel Zeit. Lukas hat dann noch ein bisschen rumgechippt und sich mit Li Haotong, dem zweifachen European Toursieger aus China, etwas unterhalten, mit dem er sich sehr gut versteht. Ja, und das ist am nächsten Tag bereits. Lukas hat mit drei deutschen Kollegen gespielt. Mit Max Kiefer haben wir hier, sehr konstanter, guter Spieler. Max Herrmann, ein aufstrebendes Jungtalent. Und dann haben wir auch noch, ja, den muss ich sagen, der ist richtig gut. Das ist Matti Schmidt. Der hat dann ganz was Tolles gemacht in der Übungsrunde. Das musst du unbedingt anschauen. Bleib bitte dran, unbedingt. Lukas war in den Bäumen rechts, hat sich super recovered durch die Bäume im flachen Punch. Schau, wie der schön durchgeht. Der war kurz vom Grün, da hat er dann hingechippt auf tot. Die Jungs haben ein Teambewerb gespielt, Matti Schmidt und Lukas gegen Kiefer und Herrmann. So ein Bestball, das heißt, dass ein bisschen Konzentration dabei ist. Da sieht man, Lukas hat bereits sein Paar gespielt und macht bereits ein paar lange Putts. Und Max bereitet sich auf einen Putt vor, da geht es noch um was, aber in Wahrheit ist das alles sehr locker hier. Ja? Die Caddies schmeißen die
Fake-Löcher, also die falschen Löcher hin, wo sie vermuten, wo die Fahnenpositionen sind, und die Spieler spielen dorthin. Jetzt bin ich auf jedem Grün 10, 15 Parts gespielt. Da siehst du Lukas auf dem Loch 3, wie er aus dem Semiraf puttet, auch ganz interessant. Gutes Eisen 9 auf der 4, 3 Meter hin. Lukas hat ja im Bestball mit Matti Schmidt gespielt und Matti hat ihn auch schön hingeschlagen, den Ball. Hat 3 Meter und macht das Birdie. Somit ist Lukas Ball nicht mehr so wichtig. Das Team hat bereits den Punkt gemacht. Ja, und jetzt schau an, das Ganze. Jetzt haut Matti rauf auf den Ball. 303 Meter zur Fahne, übers Wasser 280 Meter circa. Und schau, was jetzt passiert. Jetzt haut er richtig drauf. Und er haut ihn tatsächlich zum Stock hin. 3 Meter zum Stock. Also ein unglaublicher Schlag. Ganz ein tolles Talent. Dieser junge Mann. Riesenhebel, lange Arme. Da freut er sich. Okay. Das war der Eagle Putt aus nicht einmal 3 Meter. Schau, und auch diesen Klauengriff, den er hat, wie Sergio Garcia, sehr ähnlich. Das machen viele Golfer, um ihre nervöse rechte Hand zu beruhigen. Ja, schau, ein Eagle. Macht Birdie Eagle. Starkes Eagle. Also das war nice. Richtig gut, was die da geliefert haben. Vor allem das Team mit Matti Schmidt und Lukas. Lukas jetzt auf dem nächsten Paar 5 mit zweiten Schlag. 4er Eisen ins Grün aus 210 Meter. Hat ihn auch super hingelegt. Ich glaube, 6 oder 7 Meter zur Fahne waren das, wenn ich mich richtig erinnere. Da geht die ganze Gruppe mit Coaches, Caddies. Wunderschönes Golfloch, die 6. Und ja, Lukas puttet jetzt zum Eagle. Schauen wir mal, ob das Team noch einen Eagle macht. Lukas macht das Birdie. Ja, das ist Loch 9, da hat Lukas vorgelegt. Und Matti. Er hat auch seinen dritten Schlag von einer ähnlichen Stelle gemacht. Ja, das Match wurde geteilt im Endeffekt mit 5 Unterpaar. Und jetzt geht es zum Mittagessen in die Players Lounge. Das ist die ganze BMW International Golf City. Da ist die Players Lounge, da gab es gutes Essen. Ganz witzig, wenn da die ganzen Topstars da rumsitzen. Hier sind wir bereits am nächsten Morgen, am Mittwoch. Wir haben noch gesagt, wir machen eine intensive Putt-Session, um einfach etwas mehr Sicherheit beim Putten zu bekommen. Das ist das Captur-Analysegerät am Schaft, das er hat. Da kann man den Putzdruck messen, das Tempo, den Rhythmus, den Putzdruck selber. Da machen wir Übungen für den Rhythmus. Die beiden Tees da sind auch eine Rhythmusübung, und die ihm sehr hilft fürs Gefühl. Und ja, und dann haben wir noch etwas am Rückschwung gearbeitet, dass der Putter ein bisschen gerade zurückgeht, weil Lukas tendiert ein bisschen dazu, dass er ab und zu ein bisschen zu weit nach innen aufschwingt. Aber es hat er gut gelöst. Und dann Performance Training, ganz wichtig. Performance Training heißt, man versucht dann auch wirklich Putts zu lochen und nicht nur Technik zu arbeiten. Ja, und das hier ist ganz interessant. Was ist das hier? Da hat ein Pro mit einer Wasserwaage den Hang gemessen. Das ist 0%, Hangneigung 1%. Und da drüben haben wir auch 2% und 3%. Das ist so eine Regelung unter den Spielern intern, dass quasi die Aimpoint machen, also die Aimpoint-Grünes-Methode machen, dass sie immer der als Erster ankommt, zeichnet das ein, und die anderen Spieler trainieren dann auch dort. Das bleibt dann die ganze Woche dort. Hier sieht man auch Lukas, wie er da wieder seine Kalibrierung reinholt, sein Feingefühl in den Füßen. Und da helfen sich die Spieler gegenseitig, indem man eben irgendwer das mal macht, gleich am Anfang mal, wenn er ankommt auf der Anlage. Schaut euch das an, wie viele Pros hier trainieren. Überall steht ein Trackman hinten, ein Radargerät. Fast jeder hat einen. Und da wird fleißig trainiert. Nikola von Tellinghausen. Nikola ist inzwischen ein sehr, sehr guter Freund von Lukas. Sie gehen häufig miteinander essen, wohnen auch öfters gemeinsam. Auch ich hatte schon die Ehre, mit ihm etwas Zeit zu verbringen. Hier machen wir noch ein Abschlusstraining mit dem Trackman, mit dem Radargerät. Schon einfach, wie weit Lukas jeden Schläger schlägt. Hat wirklich jeden Schläger geschlagen. Geschaut, wie der Ball rauskommt, wie der Rückwärtsstrahl ist, wie der Abflugwinkel, all diese Sachen, wie der Wind reagiert. Da haben wir alles nochmal durchgemacht zum Abschluss. So, ich bin jetzt hier fertig im Golfclub Eichenried. Lukas ist top vorbereitet, fühlt sich gut. Und ich freue mich jetzt schon auf das Turnier. Das kann ich leider nicht zusehen, live vor Ort, werde im Fernsehen anschauen. Aber ich wünsche allen, die hier bei der BMW Open zusehen, viel Spaß. Ich wünsche Lukas und natürlich auch den anderen Deutschen viel Erfolg. Und hier könnt ihr mein nächstes Video anschauen. Also, bis bald. Tschüss.